Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und herzlich willkommen zu einer weiteren FIFA 22 RTG-Folge auf meinem Kanal. Heute mal wieder ganz, ganz klassisch, ohne Facecam, einfach nachkommentiert. Ihr wisst, wie es läuft. Wir gehen heute rein, mal wieder in die Weekend League Qualifikation, denn ich habe euch mal vor ein paar Wochen gefragt, ob ihr die jede Woche sehen wollt, und da haben eigentlich alle geschrieben, dass sie sich das ganz gerne anschauen, und wir spielen weiterhin mit unserem Team, mit Neymar und so weiter. Ihr habt es allerdings am Titel des Videos schon gesehen, wir werden das halbe Team heute verkaufen und in der nächsten Folge meinen absoluten Wunschspieler verpflichten. Für die Leute, die in den letzten Episoden aufgepasst haben, die werden es wahrscheinlich auch wissen, wenn ich kaufen möchte. Ja, ihr werdet das auf jeden Fall auch morgen während der Weekend League sehen. Denn morgen werde ich die Weekend League komplett am Stück durchballern. Live auf Twitch von 10 bis 15 Uhr auf meinem Twitch-Kanal JuliusFGU. Link ist auch unten in der Videobeschreibung, also folgt dort sehr, sehr gerne rein. Ihr könnt da nämlich fette Preise gewinnen. Und zwar je nachdem, wie viele Siege ich holen werde, kann ich dann an euch Paysafe-Cards verlosen. Denn das Ganze ist mit meinem E-Sport-Team Neo in Kooperation, wenn man das so sagen kann. Und für jeden Sieg, den ich in der Weekend League hole, darf ich 20 Euro PSC an euch verlosen. Paysafe-Cards, ihr wisst, wie es läuft. Also werde ich natürlich auf die 20 Siege schwitzen, Kappa. Nee, aber Rang 2 wäre auf jeden Fall schon mal stabil. Dann hätte ich schon mal 240 Euro, die ich an euch rausknallen kann. Ich werde auf jeden Fall Vollgas geben. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr morgen um 10 Uhr oder ab 10 Uhr am Samstag am Start seid und mich supportet. Und dann kann ich auf jeden Fall da einiges an euch rausballern. Ansonsten, wenn euch das Video heute wieder gefällt, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da für den Support und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, um keine Videos mehr zu verpassen. Stand jetzt weiß ich noch nicht, was heute Abend rauskommen wird. Wenn das Video online geht, ja, weiß es wahrscheinlich auch sonst keiner von euch. Viele gehen davon aus, dass irgendwas Richtung Black Friday Pre-Release-mäßig schon rauskommt. Das wäre natürlich eine coole Sache. Ich würde mich extrem über das Best of Team of the Week freuen, weil dann können wir endlich unsere ganzen Team of the Week Sets öffnen, weil da haben wir ja mittlerweile 4 Stück angespart. Und wenn wir die Weekend League dann am Wochenende spielen, haben wir dann noch ein 5. garantiert. Weil ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass ich zumindest die 8 Siege holen werde. Aber das wäre dann auf jeden Fall richtig fett. Dann hätten wir ja 15 Informs, die wir ziehen. Und da kann es doch mal sein, dass wir zumindest einen halbwegs guten Best of Team of the Week ziehen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass das dieses Jahr auch extrem viele Leute machen mit diesen Inform-Packs. Das war einfach in den letzten Jahren nicht so einfach, die Inform-Packs anzusparen, weil es halt einfach schwieriger war, in Elite zu kommen. Und jetzt hat gefühlt jeder diese Inform-Packs, also jeder, der die Weekend League spielt. Und ja, sehr, sehr viele Leute haben das halt auch so gemacht, dass sie die Packs aufgespart haben. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, habt ihr eure Team of the Week Packs gespart und werdet ihr die auch zu dem Best of Team of the Week öffnen? Und schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie viele Packs habt ihr am Start? Das würde mich sehr interessieren, weil ich denke, wenn ich dann am Wochenende das 5. noch hole, bin ich damit auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt. Natürlich gibt es bestimmt Leute, die haben bestimmt 10 oder mehr, weil die immer in Rang 1 kommen. Ich glaube, der gute alte Bene vom VfL Bochum, muss man ja mittlerweile sagen, der hat auch richtig viele Packs davon angespart. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache und ich habe da auf jeden Fall unnormal Bock, die zu öffnen. Auch wenn wir 15 Discard-Informs ziehen würden, hätten wir zumindest 150.000 Münzen schon mal safe in der Tasche und das nimmt man natürlich auch sehr, sehr gerne mit. Ja, Weekend League Quali lief wie immer ganz, ganz ordentlich. Ich habe das Ganze lass mich nicht lügen, ich glaube sogar am Sonntagabend oder so gespielt. Oder nee, es war tatsächlich nach dem Eli Geller Cup am Montag um 1 Uhr nachts oder so. Und ja, kann ich das empfehlen, um die Uhrzeit zu spielen? Auf keinen Fall. Die gegnerischen Teams waren teilweise unfassbar stark. Es war echt heftig. Das eine Team, ich weiß nicht, ob es schon kam, mit Ginola, Mbappé, Neymar, das war auch ein verdammt starker Spieler. Also so aus meinen Erfahrungen raus war es eigentlich immer am besten, wenn man ja so vormittags die Spiele macht. Das können natürlich auch viele gar nicht machen, weil sie entweder in der Schule sind oder am Arbeiten oder so. Das funktioniert nur, wenn man ein FIFA-YouTuber ist. Ansonsten habe ich gehört, dass es aber auch immer ganz gut sein soll, am Wochenende die Quali zu spielen. Heißt von Freitag bis Sonntag, aber wenn du dann halt die Sonntag-Weekend-League-Quali spielst und danach noch die Weekend-League ballern willst, dann ist es natürlich schon einiges, was du da auf dich nehmen musst. Von dem her, ich hatte immer so die besten Erfahrungen, Dienstag und Mittwoch die Weekend-League zu spielen und das werde ich auf jeden Fall auch weiter so verfolgen. Ja,
Im Endeffekt ist es bei mir relativ egal, weil ich die Weekend League Quali auf jeden Fall immer schaffe. Natürlich versuche ich auch immer auf Rang 1 zu schwitzen, aber diese Woche war ich dann am Montag um 1 Uhr nachts nach einem Edi Geller Cup auch nicht mehr unfassbar motiviert, muss ich sagen. Deswegen, ja, nachdem ich glaube ich die 5 Siege erreicht hatte, war das schon so ein bisschen die Luft raus. Ihr kennt es wahrscheinlich selber. Auf Rang 1 zu schwitzen ist auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend, weil wenn du die 5 Siege voll hast, kommen wirklich nur noch die größten Öler. Hier haben wir auf jeden Fall aber nochmal ganz gut gespielt, konnten das Spiel drehen und dann sogar in der 84. Minute mit Neymar auf 4:2 erhöhen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, Neymar und so weiter zu verkaufen. Neymar war aber wirklich ein sehr starker Spieler. Auch dieses Jahr ist er wieder einer der besten Leute. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euch überlegt, den zu holen. Macht das auf jeden Fall. Der wird euch nicht enttäuschen. Klar, ein Mbappé ist, glaube ich, nochmal um Längen besser. Weil Mbappé, immer wenn ich gegen Mbappé spiele, er ist so unfassbar stark. Es ist Wahnsinn. Ja, und dann hatte ich halt die 5 Siege voll. Und nachdem ich dann schon 1-0 hinten lag, hatte ich schon keinen Bock mehr, weil der Gegner echt gut gespielt hat. Also da war die Motivation wirklich komplett weg. Das tut mir auf jeden Fall leid. In der nächsten Woche versuche ich wieder mehr zu schwitzen. Und ja, dann stand ich halt 5:2 und konnte dann die letzten zwei Spiele ganz klassisch verschenken, wie das sich für einen Ehrenmann gehört. Andere Leute freuen sich drüber, mir tut es überhaupt nicht weh, oder wie Monte sagen würde, bricht es keinen Zacken aus der Krone, alles klar, Digga. Und dann hatten wir die Rang 2 Playoff Rewards am Start, ein Goldspieler-Pack und zwei Premium-Goldspieler-Packs. Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder echt sehr starke Karten aus diesen Packs gezogen. Im ersten Pack war Alex Telles drin. Den würde ich jetzt nicht unbedingt als besonders stark betiteln. Im zweiten Pack hatten wir den guten alten Hazard von Borussia Dortmund. Und im dritten Pack hatten wir dann immerhin einen Brettspieler, glaube ich. Ja, so ist es. Und zwar den guten alten Matze Ginter von Borussia Mönchengladbach. Also die Rewards waren auf jeden Fall Quatsch. Also das war nicht sonderlich gut, muss ich sagen. Aber dafür waren meine Division Rival Rewards umso besser. Ich habe letzte Woche noch ein bisschen gespitzt, bin jetzt mittlerweile in Liga 1 angekommen und deswegen habe ich jetzt heute auch noch Liga 1 Rival Rewards für euch. Denn in der ersten Liga bekommt man ja ein 100k-Pack, in der zweiten Liga ja nur ein 50k-Pack. Und ich will natürlich so schnell wie möglich wieder in die Elite Division, damit wir wöchentlich einen weiteren roten Player-Pick bekommen. Ich bin jetzt mittlerweile in Division 1 und Rang 1, wenn man das so sagen kann. Oder ist es Rang? Ja, nee, ist Rang 1. Heißt, ich muss nur noch diese 3-4 Siege holen, dann bin ich wieder in der Elite Division. Ich denke, bis nächster Woche sollte ich das hinbekommen. Und ja, das 100k-Pack hat absolut gegönnt. Wir haben den Second Inform Sar gezogen, der zu dem Zeitpunkt, ich glaube, um die 55.000 Münzen wert war. Also für meine Verhältnisse ein unfassbar starkes Pack, muss ich sagen. Dahinter war noch ein Sergio Busquets als Walkout, also sehr, sehr nice. Ein paar 84er, 83er Karten. Also damit war ich komplett zufrieden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum Weekend League Stream um 10 Uhr wieder. Wir ballern die komplette Weekend League durch und ziehen meine Rewards. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr seid alle zahlreich am Start. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns morgen. Macht's bis dann gut, haut rein und ciao.